Ich erschaffe, nein, ich unterstütze Menschen, die beste Version von sich zu erschaffen, und zwar in körperlich. Und das bedeutet für mich kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude. Das ist alles, worum es bei mir geht. Und das mache ich, indem ich Menschen inspiriere und motiviere, und zwar in 5 Lebensbereichen: Ernährung, Bewegung und Sport, Entspannung, Stressmanagement, Schlaf und Denken. Um nichts anderes geht's. Stark. Und das ist Ralf Bohlmann heute im Vegan Podcast. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass du heute da bist, dein Wissen teilst. Du bist ja nicht nur eben das, was du gerade gesagt hast, sondern du bist auch Buchautor. Du bist ein ganz erfolgreicher Coach. Du bist ja schon, wenn ich das so sagen darf, über 50 Jahre und trotzdem topfit, wenn wir dich hier im Video sehen. Also für alle Podcast-Zuhörer, die hier den Vegan Podcast ja, per Audio hören. Es gibt diese Version auch in Video in YouTube. Den Link findest du in den Shownotes. Und ich bin Christian, dein Mr. Broccoli. Schön, dass du heute eingeschaltet hast. Und Ralf Bohlmann erzählt uns, wie du die beste Version von dir selbst erschaffst, vor allem in körperlicher Art und Weise. Schön, dass du da bist, lieber Ralf. Hallo Christian, schön, dass du mich hast in deiner Show. Danke dir. Genau. Neben Autor bist du ja auch ganz erfolgreicher Podcaster. Du hast einen der erfolgreichsten Fitness-Podcasts im deutschsprachigen Raum. Herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Da darf ich meine Zuhörer gleich mal animieren, bei Ralf Bohlmann vorbeizuschauen. Link findest du natürlich in den Shownotes. Über 100.000 Downloads jeden Monat. Es sagen, glaube ich, viel über die Qualität aus. Sehr gut recherchierte Folgen. Ich durfte auch schon mal bei ihm zu Gast sein. Also absolute Empfehlung hier. Und du hast ein klasse Buch jetzt rausgebracht im Riva Verlag. Das kenne ich. Das kennst du, genau. Guter Erschaffe die Verlag. beste Version von dir. Und heute sprechen wir ein bisschen darüber, wie es möglich ist, für jeden meiner Zuhörer die beste Version zu erschaffen. Und aber auch, wir wollen so ein bisschen auch hier wieder in die kontroverse Diskussion gehen. Du bist ja selber nicht vegan, du ernährst dich nicht vegan. Ernährung ist aber eines deiner Bausteine hier im Buch. Und da möchte ich natürlich von dir wissen, warum bist du nicht vegan? Was hält dich davon ab? Was hältst du von der veganen Ernährungsweise und so weiter? Gibt es sonst noch Sachen, die du vorab zu dir sagen möchtest? Nee, nicht so viel. Ich glaube, das Wichtigste hast du erzählt. Ich bin 53 Jahre alt inzwischen, Vater von 3 wundervollen Töchtern. Ich bin von Haus aus Ingenieur, war 20 Jahre lang IT-Unternehmer und Leistungssportler und habe mich irgendwann vor einigen Jahren entschieden, das Thema beste Version zu meinem Thema zu machen und mich da zu engagieren und Menschen zu unterstützen. Viel mehr gibt es nicht zu sagen. Alles andere hast du schon vorgestellt. Jetzt erzähl uns doch mal, was ist für dich die beste Version? Also ist das quasi ein Mensch, der kerngesund ist, der top in Form ist, der ein Sixpack hat oder eine ganz straffe Figur? Was ist für dich die beste Version? I don't know. Es geht nicht um davon, es geht nicht darum, was ich von der besten Version von einem Menschen halte. Es geht nur darum, was jemand selbst für seine beste Version hält. Ich glaube, dass die meisten von uns eine Idee haben von sich in richtig, sich in perfekt. Und die sieht bei jedem vollkommen anders aus. Jeder hat davon irgendeine Idee. Ich hatte sowas zum ersten Mal, als ich Jugendlicher war, habe ich Leute in meiner Umgebung beobachtet und gemerkt, für mich geglaubt, die sind nicht so fit und so gesund, wie sie sein könnten. Und da habe ich mir überlegt, wenn ich mal so alt bin wie die, Leute, die ich beobachtet hatte, waren vielleicht 40 oder 50. Für mich damals war das alt. Heute bin ich 53 und ich hatte eine Idee davon, wie ich mit 40 oder 50 aussehen möchte. Und das hatte sowas wie kerngesund wollte ich sein. Natürlich im Kern gesund, nicht nur äußerlich, sondern nicht nur, ich habe gerade keinen Schnupfen, sondern ich bin im Kern gesund. Ich bin topfit für all das, was ich machen möchte im Leben. Ich bin auch schlank. Ich habe auch eine Figur, die mir gefällt. Ich gucke in den Spiegel und sage, yes, es geht mir gut. Und dabei bin ich voller Energie und Lebensfreude. Da hatte ich ein Bild und das Bild war damals. Das waren Typen wie Karl-Heinz Rummenigge oder Robert Redford, Steve McQueen, solche Typen, die einfach smart waren. Und von Sixpack war da nicht die Rede. Das hat mich nicht interessiert. Und jeder von uns, glaube ich, ist meine These, hat so eine Idee von sich in richtig, ich in perfekt. Wie sieht das aus? Und darum geht's. Und wie das aussieht, ist mir vollkommen drecksegal. Drecksegal, okay, spannend. Also das ist völlig richtig. Du gehst halt da sehr stark also Individuum ein und streichst nicht eine Möglichkeit oder eine Version, eine beste Version über alle. Finde ich sehr, sehr stark. Was sind denn jetzt, sagen wir mal, die Kernbestandteile davon? Oder sag mal, gibt es Grundbestandteile,
die als Voraussetzung gelten, eine beste Version von mir selber zu erschaffen. Ich kann mir schon vorstellen, auch wenn es individuell ist, gibt es doch ein paar Grundbausteine, oder? Ja, natürlich. Ich versuche das immer mit diesen Schlagworten zu fassen. Kerngesund, das bedeutet für jeden was anderes. Das ist immer relativ. Das hängt davon ab, wo ich gerade bin und wie gesund ich sein möchte, ne? Also Gesundheit ist ein ganz elementarer Baustein. Ich möchte alles tun können, voll funktional sein, alles tun, was mein Leben beinhaltet. Also ich möchte voll beweglich sein, ich möchte ein gewisses Maß an Kraft haben, an Ausdauer, an Agilität und Schnelligkeit. Nicht unbedingt im sportlichen Sinne, aber vielleicht ja auch das. Also wenn jemand sportlich ambitioniert ist, dann möchte er gern den Kilometer unter 4 Minuten rennen können oder den Halbmarathon unter 1,30 oder unter 2 Stunden, was immer das ist. Wer jetzt keine sportlichen Ambitionen hat, der möchte einfach mit seinen Einkäufen und mit dem Kind auf dem Arm in den 4. Stock gehen können. Ohne dass er dabei aus dem letzten Loch pfeift. Der möchte einfach funktional sein, mal den Bus hinterher rennen können, die schwere Drehtür aufschieben im Supermarkt oder was auch immer, um was es da geht. Also diese Form von Fitness gehört für mich auch dazu, alles tun können, was ich tun möchte. Dann voller Energie und Lebensfreude. Das heißt, ich möchte die meiste Zeit des Tages in guten Gefühlen sein. Und natürlich gibt es Momente, wo ich sage, doof, aber dann möchte ich in der Lage sein zu switchen und zu sagen, ja, aber mir geht's ja gut und ich bin in guten Gefühlen die meiste Zeit des Tages. Ne? Und voller Energie bedeutet, dass ich Lust habe, die Dinge anzupacken, die das Leben so ausmachen. Die Aufgaben, die ich zu erledigen habe und den Spaß und die Freude und das Entertainment und Lachen lieben und alles, was zum Leben dazugehört. Das sind so die Elemente. Kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude. Also das umfasst es für mich. Und viel näher möchte ich da eigentlich auch gar nicht reingehen. Also es gibt Leute, die kommen aus einer Position, wo sie weit, weit, weit weg davon sind. Und für die ist schon sind schon 2, 3 Schritte in die richtige Richtung, ein Riesenschritt voran. Und dabei möchte ich sie unterstützen. Genauso wie ich bei jemandem, der sich schon fit fühlt und gesund fühlt und gut fühlt, den möchte ich vielleicht unterstützen, der bessere Marathonläufer zu werden oder was auch immer seins ist oder seine persönlichen Träume zu leben. Bist du dann quasi ein Coach, also der quasi als Mission sieht, den Einzelnen wirklich eben kerngesund zu machen, die beste Version von dir selber zu machen? Oder was ist deine Berufung? Ich möchte Menschen dabei unterstützen und das tue ich auf 2 Arten. Ich inspiriere Leute und ich motiviere Leute. Inspiration heißt, ich bringe die Leute zum Träumen. Weil viele Leute trauen sich gar nicht, eine Idee von der besten Version für sich zu formulieren, zu entwickeln, daran zu arbeiten und sie dann noch anzustreben. Ich möchte den Leuten erstmal zeigen, das tue ich auch in dem Buch, in 1, 2 Kapiteln, in dem ersten ganz besonders, was so alles geht, was möglich ist. Weil manche Leute haben keine Vorstellung davon, dass es möglich ist, morgens aufzuwachen und keine Schmerzen zu haben über den Tag, seine Mahlzeiten zu sich zu nehmen und keine Verdauungsprobleme zu bekommen, den ganzen Tag voller Energie zu sein, unabhängig davon, ob ich was gegessen habe vor 2 Stunden oder eben nicht. Manche Leute haben keine Idee, dass das geht und dass das möglich ist, den ganzen Tag und auch bis später in den Abend wach, aufmerksam, präsent zu sein, solche Dinge. Körperlich und geistig, mental fit zu sein. Ne? Also es sind ja 2 Dinge. Fitness ist ja die körperliche Variante und es gibt ja auch die mentale Geschichte. Frisch im Beruf, frisch im Job, frisch und wach und aufmerksam im Umgang mit meiner Familie, mit meinen Kindern. Das gehört ja alles mit dazu. Ich bringe Leute zum Träumen. Das ist Inspiration. Und das nächste ist Motivation. Ich bringe Leute ins Handeln, indem ich ihnen klar mache, dass es leicht ist, dass es einfach strukturiert ist. Es sind nur 5 Lebensbereiche und in jedem dieser 5 Lebensbereiche sind es nur eine Handvoll einfache Formeln. Das heißt, es ist leicht und das kannst du auch. Und damit bringe ich Leute ins Handeln, also Motivation. Und das Dritte, aber der kleinste Anteil von dem, was ich tue, obwohl es nach außen hin vielleicht so wirkt, ist Information. Ich gebe den Leuten Informationen, aber nur so viel wie unbedingt nötig, dass sie anfangen, Träume zu entwickeln und dass sie anfangen, diese Träume umzusetzen, ins Handeln kommen. Weil ohne Handeln kommst du nirgendwo hin. Ja, klar. Und das ist mein Job. Und da verstehe ich mich, du darfst es nennen, wie du willst, als Coach, als Inspirator, als Motivator, als Leader. I don't know, I don't care. Das ist nicht mein Business, wie man mich von außen betrachtet und wie man mich nennt. Mein Business ist, dass ich Leute einen kleinen Schritt voranbringe auf diesem Weg und dass sie am Ende glücklichere Menschen sind, weil ich hätte gerne viele glückliche Menschen in meiner Umgebung, damit wir aus diesem Planeten einen schöneren Ort machen. Ja, schön. Wenn wir es mal hochgeschankt haben. Ja, vollkommen richtig und glückliche Menschen sind davon absolut Voraussetzung. Dann gibt es, glaube ich, auch weniger Krieg. Sowohl, ja, dürfen äußerlich und innerlich scheinen, nenne ich es gerne, ja. Und du hast nicht ja dafür... Nicht leuchten. Genau. Leuchten statt scheinen. Wie heißt das so schön? Ja, genau. Genau, also ich meinte leuchten. Das englische Wort ist shine.
Na, also ich habe manchmal diesen denklicher Faktor. Ich weiß, was du meinst. Du hast ja fünf Lebensbereiche angesprochen und da gibt es dann unterschiedliche Formeln. Hau doch mal deine fünf Lebensbereiche raus. Das ist ziemlich simpel. Das ist Ernährung, das ist Bewegung und Sport, das ist Entspannung und Stressmanagement, das ist Schlaf und das ist Denken, Motivation, Mindset, also alles das, was zwischen meinen Ohren passiert. Man darf da das gerne auch ein bisschen anders strukturieren, aber das sind im Großen und Ganzen die fünf Lebensbereiche, in denen die beste Version von dir spielt. Da gibt es auch Untersuchungen, die darauf eingehen, die das alles ein kleines bisschen anders nennen. Der eine packt den Punkt soziale Umgebung auf die oberste Ebene und das ist für mich ein Teil von geborgen fühlen, von sicher fühlen und es hat was mit Entspannung und Stressmanagement zu tun. Aber im Großen und Ganzen sind es diese fünf Lebensbereiche. Und so strukturiere ich das und in diesem versuche ich die Leute zu motivieren, zu inspirieren und auch ein Stück weit zu informieren. Steigen wir mal ein in zwei Lebensbereiche, Denken und Schlaf. Und im zweiten Teil von diesem Podcast würde ich gerne auf die Bereiche Ernährung und Bewegung eingehen. Und den dritten Teil dann noch. Also ich meinte das fünfte Ding. Du hast jetzt gesagt Ernährung, Bewegung, Denken, Schlaf. Und was war das fünfte? Entspannung und Stressmanagement. Entspannung und Stressmanagement. Genau. Also das heißt, da machen wir die drei jetzt in diesem Teil noch. Und der zweite Teil dieser Episode mit dir bewegt dann Ernährung und Bewegung. Wie wichtig ist jetzt, du hast es ja schon angesprochen, das wichtige Mindset. Du bist ja auch NLPler, ausgebildeter Kommunikationstrainer. Das heißt, du bewegst dich ja jetzt nicht nur im Fitnessbereich oder im Ernährungsbereich, sondern du weißt auch, wie richtige Kommunikation geht. Beweist du ja auch in deinem Podcast und in deinem Buch. Wie wichtig ist das Denken? So wichtig wie all die anderen Dinge auch. Das Und heißt, was das ist sind ja die Level. Bausteine, sagen wir es mal so. Was sind die Bausteine? Im Großen und Ganzen geht es darum, dass ich für mich entscheide, dass ich die meiste Zeit des Tages Glückshormone produziere versus Stresshormone. Lass uns mal auf diesen simplen, einfachen Punkt runterbrechen. Wenn ich durch die Fußgängerzone gehe und abends erzähle, wie es war. Und ich erzähle, dass es nass war, ich bin beim Aussteigen aus dem Auto schon in die Pfütze gedappt und das hat mich genervt. Und dann war die Stadt voller Leute, das war mir viel zu viel. Ich habe einen Mülleimer gesehen, der quoll über. Da war ein Penner auf einer durchgeweichten Pappmatte, der da geschlafen hat, das hat mich genervt und der Himmel war grau. So, dann habe ich den ganzen Tag Stresshormone produziert. Und um es mal ganz einfach zu sagen, Stresshormone produzieren in meinem Körper keine positiven Dinge. Stresshormone reduzieren oder boykottieren und behindern mein Immunsystem, schlicht und einfach. Stresshormone behindern auch meinen Stoffwechsel. Das heißt, ich habe schwer, mein Gewicht zu managen. Ich habe schwer, robust und widerstandsfähig zu sein gegen jede Form von Krankheit, vom Schnupfen über die Gürtelrose bis zum Krebs, wenn du so willst. Also ich hätte gerne in meinem Körper Glückshormone, weil die gut sind für meine Gesundheit, für meine Fitness, für meine Energie und Lebensfreude. Und ich hätte gerne weniger von den Stresshormonen, die das Gegenteil davon tun. Und das kann ich beeinflussen, weil ich entscheiden kann, was ich denke. Ich bin Gehirnbenutzer und nicht nur Gehirnbesitzer. Nach Vera Birkenbiel wissen wir den Unterschied zwischen beidem, ne? Manche Leute werden gedacht von der Maschine da oben und manche Leute denken selbstständig und entscheiden sich für einen Gedanken. Das klingt am Anfang ein bisschen abwegig und es funktioniert. Wenn ich ein Gefühl ist immer die körperliche Reaktion auf einen Gedanken. Wenn ich mich doof fühle und ich überlege, was habe ich gerade gedacht, dann fällt es mir ein. Ich habe an die Steuererklärung gedacht, den Nachbarschaftsstreit, die Aufgaben, die ich noch alle zu erfüllen muss und die mich nerven und die mich nicht herausfordern, positiv so. Und diesen Gedanken kann ich austauschen durch einen schöneren, an meine Ziele, Pläne, Träume versus Sorgen, Ängste und Nöte. Das heißt, ich kann, wenn ich das Problem gerade lösen kann, dann löse ich das Problem, keine Frage, dann ist ja alles wieder gut. Aber wenn ich es gerade nicht lösen kann, während ich nachts im Bett liege, entscheide ich mich für einen positiven Gedanken, Pläne, Ziele, Träume, mein nächster Urlaub, der letzte tolle Urlaub, was auch immer das sei, und produziere Glückshormone. Und das tue ich immer dann, wenn ich die Chance und die Möglichkeit und die Gelegenheit habe. Und Wann ich hast du löse die Probleme. Chance und Gelegenheit? Also ist das quasi in jedem Moment, wo oder musst du aktiv daran denken? Oder bist du schon quasi in so einem Lifestyle, wo du das automatisiert machst? Ja, das habe ich natürlich automatisiert und das habe ich gelernt. Das ist kein, du wirst nicht damit geboren. Das ist nicht genetisch, wie du denkst. Obwohl viele Leute glauben, ich bin halt so. Nein, bist du nicht. Du hast es gelernt. Du hast dir angewöhnt, so zu sein und so zu denken. Ich habe mich umgewöhnt. Ich habe mich daran gewöhnt, anders zu denken. Ich fahre in den Stau, ich habe einen wichtigen Termin, will pünktlich sein und ich komme in den Stau. Bumm. Und das Erste, was ich denke, ist doof. Und der nächste Gedanke, das habe ich mir antrainiert, der mir einfällt, ist, was ist daran jetzt schön? Und dann bin ich kreativ.
dann suche ich mir einen Podcast raus, ich hole mir eine gute Entspannungsmusik, was auch immer, ich drehe nach dem richtigen Radio. Ich finde irgendwelche Dinge in dem Augenblick, mit denen ich besser leben kann als mit der Situation, es ist doof, ich bin im Stau und ich komme möglicherweise zu spät. Was ich mache, ist, ich rufe an und sage, ich komme wahrscheinlich zu spät. Und dann sagt derjenige, ist nicht schlimm, ich bin auch verspätet, ist kein Problem. Oft ist es gar nicht so ein Problem, wie wir denken. Und das habe ich mir antrainiert, den richtigen Gedanken zu finden. Was ist daran schön? Das ist so ein kleines Mantra von mir geworden. Das ist Reframing sozusagen aus einer vermeintlich empfundenen negativen Position, das Positive daraus zu ziehen. Und letztlich ist es ja nichts anderes, also ist die Welt nichts anderes, wie so wie wir sie uns gestalten oder wie sie uns erdenken, ne? Wie du es sagst. Ne? Ja. Manchmal ist der andere sogar froh, wenn du zu spät kommst, weil er selber noch Dinge so macht. Und du machst dir halt selber den Kopf, sagst, okay, um Gottes Willen, jetzt komme ich zu spät, was denkt der von mir und so weiter. Ne? Also das ist ein schönes Beispiel. Also genau in dem Moment zu schauen, was ist jetzt für mich positiv oder was kann ich dem Gutes abgewinnen und dabei verletze ich aber nicht den anderen. Absolut. Reframing ist ein guter Ausdruck dafür. Ja. Es ist nicht entscheidend, auf was du schaust, sondern es ist entscheidend, was du siehst. Ja, schöner Spruch. Das ist so der Unterschied zwischen Scheinen und Leuchten. Ne? Ja, also Leuchten tust du aus dir selbst. Scheinen, da kannst du einen Scheinwerfer drauf und du reflektierst einfach das Licht von anderen. Ja. Und hier ist es auch so. Ich schaue auf die Pfütze und ich sehe das Blümchen daneben. Oder ich sehe die glücklichen Bakterien in dieser Pfütze. Ich weiß nicht, I don't know. Ich bin kreativ und schon habe ich Glücksgefühle. Und produziere ein gutes Immunsystem und einen tollen Stoffwechsel. Und dann komme ich meiner besten Version deutlich näher. Ganz einfache Geschichte. Alles kurz runtergebrochen. Das ist möglicherweise ein Stück komplexer, aber fang doch einfach mit diesen einfachen Sachen an. Ja, genau. Also diese Einstiegspunkte brauchen wir eben auch, um dann quasi das nächste Level dann quasi zu erreichen. Was könnte ein sogenanntes nächstes Level dann sein? Was machst du on top noch? Was mache ich on top? Ich wie gesagt, ich lenke meine Gedanken möglichst häufig hin zu Plänen, Zielen und Träumen. Ich bin eigentlich, wenn ich mit mir alleine bin, wenn ich Zeit habe, im Auto, in der Schlange, beim Supermarkt oder bei der Post oder was auch immer, versuche ich immer in die Gedanken zu kommen, Pläne, Ziele und Träume, weil damit ziehe ich die Dinge näher an mich ran. Energy goes where attention flows. Energy flows where attention goes, ist eine der Huna-Philosophien. Also da geht Energie hin, wo ich meine Aufmerksamkeit drauf richte. Das heißt, ich versuche in positiven Gedanken zu sein. Was ich noch mache, ist, ich lenke auch meine Gespräche mit Menschen. Wenn ich auf eine Party komme und da sind drei Leute, ich unterhalte mich mit einem und der erzählt mir, dass er gerade in der Pfütze stand, dass er im Stau war und dass er morgen früh so früh aufstehen muss, weil er arbeitet. So, dann frage ich ihn oder erzählt mir von seinem letzten Urlaub, der total in Banane war, weil das Hotel war nicht gut, das Wetter war nicht gut, der Strand war nicht gut. Dann frage ich ihn, was war schön? Und wenn es ihm dann nicht gelingt, nach zwei, dreimal Nachfragen mir irgendwas Schönes zu erzählen und ich einen schönen Abend mit ihm habe, dann wünsche ich ihm einen schönen Tag und stelle mich zum nächsten. Ich versuche natürlich, das Gespräch zu lenken in Richtung auf Ziele, Pläne, Träume. Und wer darauf nicht einsteigt, mit dem kann ich mich nicht über seine Pläne, Ziele, Träume unterhalten und austauschen und auch nicht über meine erzählen, sodass sich am Ende eine tolle Unterhaltung ergibt über Ziele, Pläne, Träume. Ja. Ich gehe aus den Gesprächen raus, die sich immer nur um Sorgen, Ängste und Nöte drehen. Das heißt nicht, dass ich nicht empathisch bin. Das heißt nicht, dass ich nicht bereit bin, meine Zeit zu schenken und jemanden zu unterstützen. Das tue ich schon, natürlich. Ich höre mir das an und ich gebe Rat. Wenn jemand einen Rat hören möchte, gebe ich ihm den. Aber wenn er keinen Rat hören möchte, sondern nur in seiner Negativtrance bleibt, dann lenke ich auch das Gespräch oder ich wechsle den Gesprächspartner. Das ist auch noch so eine Geschichte. Meine eigenen Gedanken und auch die Gespräche, die ich führe und die Umgebung, in der ich mich bewege, die Menschen, mit denen ich mich umgebe. Das ist Next Level, würde ich sagen. Ja, sehr stark. Erinnert mich auch gut an Tobias Beck, der bekannten Speaker, der ja eben solche Menschen dann eben auch Bewohner nennt. Absolut. Bewohner, die eben absolut nur ihren Shit ablassen wollen sozusagen und gar nicht interessiert sind an deinem positiven Ratschlag in dem Moment. Also Rat, nicht Schlag, sondern eben den Rat. Und dann eben dann zu sagen, okay, ich treffe jetzt bewusst die Entscheidung, ich möchte raus aus dieser Situation, weil sie mir im Moment nicht gut tut, verabschiede mich höflich, ohne ein schlechtes Gefühl zu hinterlassen beim anderen und gehe dann zum Nächsten sozusagen, der mir dann wieder gut tut und dem ich dann quasi eben auch positive Energie geben kann. Gut, zusammengefasst zu diesem Punkt, wie erschaffe ich positive Gedanken?
Hast du gesagt, du findest immer in den verschiedenen Lebenssituationen die positiven Gedanken, auch wenn sie vermeintlich schwierig sind. Stichwort Reframing haben wir da gehört. Das produziert Glückshormone. Du bist so oft wie möglich in deinen Träumen, Zielen, Visionen, ja, und erschaffst damit deine Realität und du lenkst bewusst Gespräche oder lenkst bewusst natürlich eben auch dann in Folge deine Gedanken. Sehr, sehr starker Punkt. Nächster Punkt, der mich super, super interessiert, ist das Thema Schlaf. Da dreht sich ja ganz, ganz viel darum, was ein glückliches und letztlich eben auch entspanntes Leben angeht. Schlaf ist Entspannung. Was gibt es zum Schlaf zu sagen aus deiner Sicht? Nicht so viel, nur dass es viel wichtiger ist, als viele glauben. Und das ist deswegen bei mir auf dieser Ebene mit den Top 4 anderen Punkten, weil es so gerne unterschlagen wird. Dann sagen die Leute, ich frage sie dann, wie schläfst du denn so? Und dann sagst du, oh, ich schlafe ausreichend. Und damit haben sie in der Regel recht. Sie schlafen ausreichend. Das ist in der Schule eine 4. Das hätte mir nie gereicht. Ich war immer für gut oder sehr gut. Das heißt, ausreichend schlafen, irgendwie was zwischen 6 und 6,5 Stunden oder so, das ist ausreichend. Damit überlebst du. Aber damit schaffst du nicht die beste Version von dir. Und da geht es um ähnliche Dinge. Im Schlaf passieren einfach so viele wichtige biologische Prozesse. Mentale genauso, das Kurzzeitgedächtnis wird, die Inhalte des Kurzzeitgedächtnisses werden in das Langzeitgedächtnis übertragen. Was ich heute erlebt oder gelernt habe, geht ins Langzeitgedächtnis im Schlaf. Stoffwechsel findet statt, in der zweiten Nachthälfte findet Fettstoffwechsel statt. Ab 4 Stunden nach der letzten Mahlzeit, wenn dann Kohlenhydrate enthalten waren, dann habe ich irgendwann nachts dann Fettstoffwechsel. Aber ich kenne Leute, die haben keine zweite Nachthälfte. Also haben auch wenig Gelegenheit, da Fettstoffwechsel zu betreiben und ihr Gewicht zu managen. Allein damit fängt es an. Ich kenne Leute, die kriegen ihren mittleren Ring nicht weg, weil sie einfach ein Schlafdefizit haben und da Potenzial verschenken. Schlaf ist super wichtig und dem dürfen wir so viel Aufmerksamkeit schaffen wie nötig, damit wir gut oder sehr gut schlafen und mehr auch nicht. Und mehr steckt da auch gar nicht drin. Und da Hast du heißt jetzt Schlafdauer und Schlafqualität haben da einen Aspekt und dann passt das schon. einen festen Schlafrhythmus, soweit das geht? Also, dass du sagst, du gehst um 11 Uhr ins Bett und stehst um 7 Uhr auf und schläfst auf dem Wasserbett oder was gibt es da für. Also die Schlafzeit hast du bei mir genau getroffen. Ich gehe um 11 ins Bett und stehe um 7 Uhr auf. Das hat einfach damit was zu tun, dass ich um 7:30 meine kleine Tochter in die Schule bringe. Wir laufen zu Fuß zur Schule. Das ist ein guter Kilometer von hier. Und das ist der erste Task meines Tages. Also stehe ich um 7 Uhr auf und dafür gehe ich dann halt um 11 ins Bett. Punkt aus, Ende. Das ist so ein bisschen die Regel. Zum Drumherum, also ich sorge dafür, dass ich sicherlich eine gute Schlafqualität bekommen kann. Ich habe das auch mal eine Zeit lang getrackt mit so einem Wearable am Handgelenk. Du kennst die Dinger, Fitbit, da werden dann die Schlafphasen dargestellt und so. Ich bin da gar nicht so sehr drauf eingegangen, weil ich gut schlafe. Ich schlafe gut ein, ich schlafe in der Regel durch. Und das passt so für mich. Dafür habe ich eine gute Matratze. Ich habe ein abgedunkeltes Zimmer, wo es wirklich dunkel ist. Ich schlafe in einem kühlen Raum. Ich verzichte die letzten 1, 2 Stunden auf Monitore, Handy, iPad, Fernseher, weil ich einfach das Blaulicht in meinem Auge nicht brauchen kann, das mein Einschlafen verhindert. Stattdessen nehme ich mir ein Buch und lese was. Und damit passt alles. Und viel mehr muss ich da nicht tun. Ich sorge aber dafür, dass ich 8 Stunden pro Nacht im Bett sein kann und am Wochenende schlafe ich dann gerne auch mal 9, 9,5 Stunden Ja, oder sehr auch mal stark. 10. Also ich merke das auch, wenn ich mehr Schlaf und vor allem gute Schlafqualität habe, leiste ich viel, viel mehr körperlich. Vor allem eben auch im Fitnessstudio merke ich das. Bei nur 6 Stunden Schlaf, dann habe ich keine Kraft und ja, also allein das Aufstehen fällt einem dann schwer. Wenn du, lieber Zuhörer, mehr Schlafhacks benötigst, wir haben eine ganz tolle Folge mit Fabian Völsch von Brain Effect gemacht, der erzählt da ganz, ganz viel und noch viel ausführlicher um das Thema Schlaf. Von daher würde ich jetzt noch eins weitergehen mit Entspannung und Stressmanagement, das ja auch so ein bisschen mit dem Schlaf zusammenhängt, bevor wir im zweiten Teil die Faktoren Ernährung und Bewegung betrachten. Was ist zu dem Thema Entspannung und Stressmanagement zu sagen? Wenn ich Leute im Coaching betreue, versuche ich es mal rauszukriegen, wo sie denn da so stehen. Und dann stelle ich ein paar Fragen. Eine davon wäre, wie viele Stressfaktoren gibt es in deinem Leben? Und dann sagen die Leute manchmal, ah, eine ganze Menge. Also ich habe dies und das und jenes, ich habe die Kinder, die müssen morgens zum Kindergarten, dann habe ich den Job, den Halbtagsjob, dann ruft meine Mutter an, die ist im Moment krank, liegt im Krankenhaus. Ich habe dies und das und das und das und das und das. Okay, dann realisiere ich, sie sind so durchgetaktet, ne? Sie sind busy. Damit weiß ich aber noch nicht, wie intensiv diese Stressfaktoren sind. Und dann frage ich sie, ob einer dieser Stressfaktoren oder Stressoren, das sind ja immer nur Auswirkungen von außen oder Einwirkungen von außen, die ich erst einmal abfrage,
wie viele davon sind gravierend oder wie gravierend sind die? Versuche es auch rauszukriegen, ob da irgendwas dabei ist auf dem Niveau von höchste Stressfaktoren, die man sich vorstellen kann. Das ist eigene Gesundheit, der Tod droht, die Kinder, irgendwas ist mit den Kindern, Beziehung, Job, das sind so die Kernpunkte, um denen es den meisten Menschen geht. Und wenn da irgendwas sehr im Argen liegt, dann geraten Menschen leicht an den Punkt von Panik oder sowas. Sowas versuche ich erstmal auszuschließen. Wenn jemand sagt, ich bin wirtschaftlich in einer existenziellen Situation, mir droht die Pleite oder mein Kind ist krank und möglicherweise sehr krank oder mein Partner droht mich zu verlassen oder ich werde im Job rausgeschmissen. Das sind so ganz heftige Dinge, die ich nochmal versuche so abzuklären. So, und als nächstes frage ich die Leute, wie gestresst bist du denn letztendlich? Fühlst du dich letztendlich? Weil manche können damit ganz kompetent umgehen, mit solchen Geschichten, auch mit schwierigen Dingen. Und manche sind schon bei Kleinigkeiten leicht aus dem Ruder zu bringen. Also ich versuche mir einen Eindruck zu verschaffen, wo jemand denn da steht. Dann habe ich so eine Idee davon. Und dann frage ich als nächstes, ob jemand in der Lage ist oder ob jemand ein Tool hat und es auch benutzt, um auf Knopfdruck zu entspannen. Weil das andere, was ich gerade beschrieben habe, das sind Stressoren von außen. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, wie gehe ich denn mit dem Stress um? Habe ich es gelernt? Habe ich Tools und benutze sie auch, um damit umzugehen? Wenn ja, klingt übertrieben, aber dann ist alles gut. Ich kenne Leute, die haben extreme Stressoren, extrem gravierende Stressfaktoren und kommen wunderbar damit klar. Und manche Leute sind schnell aus der Ruhe zu bringen. Weil diese, die klarkommen, eben diese Tools haben. Ja. Und bevor wir zu diesen Tools kommen, zumindest ein, zwei vielleicht, das ist ja auch immer individuell, glaube ich, vielleicht noch eine Frage, hängt nicht auch, wenn ich jetzt bei null an die Decke gehe, ne, oder bei ganz wenig Stress schon an die Decke gehe, hängt das nicht auch mit anderen Faktoren zusammen, beispielsweise ich habe wenig Schlaf, bin ich vielleicht einfacher stressbar, ja? Sehr, sehr oft ist es so, ernähre ich mich zum Beispiel sehr stark low carb. Du hast ja auch ein Kapitel über Kohlenhydrate, dass die eigentlich gar nicht notwendig sind. Nur bei vielen Menschen ist es eben so, wenn sie einfach noch mit Kohlenhydraten sehr stark beschäftigt sind, wenn sie dann wenig davon haben, gehen sie auch schnell an die Decke. Also das heißt, es ist ja quasi, wie du es richtig sagst, eine Verbindung. Ich darf für mich rausfinden, wann reagiere ich sehr, sehr schnell, sehr, sehr stressig und was bringt mich zumindest nicht aus der Ruhe. Und daraus entwickle ich dann Tools, um dann quasi zu sagen, okay, wenn ich jetzt unterzuckert bin, dann nehme ich das Tool Bonbon essen oder jetzt blöd gesagt. Ja, ne? Ja, das wäre ein kurzfristiger Effekt, damit kann ich kurzfristig das Problem lösen. Langfristig könnte ich es lösen, indem ich eine biologische Kompetenz entwickle, mit Unterzucker umzugehen oder gar nicht unterzuckert zu sein, indem ich meinen Blutzuckerspiegel eben nicht in die Höhe knalle und dann auch wieder runterfallen lasse, sondern indem ich das alles flacher halte. Völlig richtig. Da gibt es unterschiedliche Geschichten. Das darf ich über mich lernen, genau wie du sagst, und dann komme ich damit klar. Mhm. Wir haben ein schönes Tool auch im NLP-Kurs gelernt, das sogenannte Ankern. Mhm. Das kennst du ja vielleicht auch. Also das heißt, wenn jetzt irgendeine Stresssituation kommt, die ich schon kenne sozusagen, dann entwickle ich eine, ich nenne es jetzt mal Gegenreaktion. Also sprich, immer wenn ich quasi diese Situation erlebe, schnippe ich zweimal oder lege meine Hand auf die Schulter und dann wird eben dieser Anker ausgelöst, den ich vorher natürlich gesetzt habe. Ja, also immer wenn ich meine Hand auf die Schulter lege, bin ich dann quasi wieder ruhig, mein Kopf leert sich, wie auch immer. Also diesen Anker darf ich natürlich vorher trainieren, darf ich mir aneignen und dann ist es sowas, wo ich dann quasi eben auch die Hirnverbindung dann quasi aktivieren kann. Ist das eines deiner Tools oder nutzt du sowas auch? Ich kenne das auch. Kennst du den? Den kennst du, ne? Ja. Nicht intensiv und nicht tagtäglich. Das ist jetzt nicht mein vorherrschendes Tool. Aber ich kenne das und ich habe damit gespielt und ich spiele auch immer noch hin und wieder damit und das ist eine Hilfe. Du hast recht. Ich fange jetzt mal ein bisschen anders an. Also es gibt ein wichtiges Tool, das ich vielleicht vorstellen möchte und das ist Change it, like it or leave it, but don't hate it. Also wenn du in einer Situation bist, die dir nicht gefällt, ich sage jetzt mal einen Job, der dir nicht gefällt, eine Beziehung, die dir nicht gefällt oder eine Diskussion auf einer Party mit jemandem, die dir nicht gefällt oder was auch immer, egal was das sei, auf jeder Ebene, dann wende ich immer diese Regel an. Change it, like it or leave it. Kann ich es verändern? Dann tue ich das und dann ist alles wieder gut. Stressniveau ist weg. Ich fühle mich wieder wohl. Also zum Beispiel, ich verlasse den Job, in dem ich schon seit Jahren unglücklich bin. Ich verlasse den Partner, mit dem ich schon seit Jahren unglücklich bin. Nein, das wäre
Das wäre schon Leave It, Entschuldigung. Also Change It ist, ich verändere die Situation. Ich rede mit meinem Partner, ich rede mit meinem Boss, ich rede mit meinem Gegenüber und versuche, das Gespräch in die richtige Richtung zu lenken, sodass es ein fruchtvolles, entspanntes, lustiges Gespräch wird. Und dann ist alles wieder gut. Das Zweite wäre, wenn das nicht möglich ist, und manchmal ist sowas nicht möglich, eine Mutter mit einem kleinen Kind, das eine gesundheitliche Diagnose hat, die kann die Situation an der Stelle nicht ändern, ne? Die hat noch die zweite Möglichkeit, oder in anderen Lebenssituationen, Job, habe ich die zweite Möglichkeit, leave it. Ich verlasse die Situation. Also change it geht nicht. Leave it wäre die nächste Möglichkeit. Ich verlasse den Job, ich verlasse den Partner, ich verlasse das Kind. Geht nicht in dem Fall. Also gibt es die dritte Option, like it. Wenn ich etwas nicht verändern kann und wenn ich die Situation nicht verlassen kann oder nicht möchte, dann habe ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden, die Situation so hinzunehmen und anzunehmen, wie sie ist. Und meinen Frieden damit zu machen. Und dann ist auch wieder gut. Ich akzeptiere, das ist der Job, den ich mache, den ich machen möchte und da gibt es Dinge, die mir nicht gefallen, aber ich nehme die einfach so hin und damit mache ich meinen Frieden. Ich tue aber auf jeden Fall nicht das vierte, hate it. Das ist das Schlimmste, was ich tun kann. Ich entscheide mich nicht, eine Situation dauerhaft und nachhaltig zu hassen oder nicht zu mögen oder mich darüber aufzuregen, zu jammern, zu mosern, zu meckern und complain. Das mache ich nicht. Also was ich tue ist, change it, like it or leave it. Aber niemals hate it. Nicht dauerhaft. Und das ist so die Hauptart, mit solchen Dingen umzugehen. Und das ist mein Haupttool für Stressmanagement, wenn ich in einer Situation bin, die mir nicht gefällt. Und damit ist es mir leicht. Das habe ich so im Kopf innerhalb von Sekunden für mich ausgemacht. Und dann ist gut. Super spannend. Zusammengefasst können wir sagen, wir haben die ersten drei Bereiche eines kerngesunden und beste Version von dir selber jetzt durchgenommen. Das sind ganz klar die Sachen Denken. Wie denkst du richtig? Denkst du glückliche, positive Gedanken, die eben Stresshormone boykottieren und Glückshormone erschaffen? Wir haben durchgenommen, wie du diese positiven Gedanken erschaffst. Wir haben die Wichtigkeit von Schlaf entdeckt, warum ausreichender Schlaf eben nicht gut genug ist, sondern wir eben zum Beispiel 7 bis 8 Stunden Schlaf benötigen. Und wir haben Stressfaktoren ausgeschaltet, also sprich, wie kann ich exzellent entspannen, wie kann ich Stress umgehen, um die beste Version von mir selbst zu erreichen. Ja, vielen lieben Dank für diesen ersten Teil schon mal, lieber Ralf. Wenn du, lieber Zuhörer, den zweiten Teil hören möchtest, kannst du die jetzt einfach runterladen. Dort bewegen wir uns in den Themen Ernährung und Bewegung. Die sind natürlich mitunter genauso wichtig und ich bin sehr gespannt, was Ralf dazu sagen hat. Wir hören uns gleich im Teil 2 im Vegan Podcast.